Herzlich willkommen bei FestoTV. Mein Name ist Frank und heute geht es um Gestellverbindungen oder um sicheres Positionieren von Leisten. Am Beispiel von so einem Handlauf, welche in der Regel ja bei Treppengeländer eingesetzt werden oder bei Brüstungsabschrankungen, habe ich die Möglichkeit, solche Leisten oder auch Stacheten genannt, zu montieren, zu platzieren. Und wie man hier die Verbindung herstellt, also so ein Dübel exakt positioniert, entweder in der geraden Weise oder auch hier Treppenaufgang, also schräg angebracht, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier meine DF500 Dübelfräse und an diese Dübelfräse mache ich dieses Zubehörteil dran, dieser Leistenanschlag. Dazu fahren wir mit dem Tisch nach vorne und schieben nun einfach den Leistenanschlag auf den Tisch auf. Das Ganze wird dann zeitlich mit Klammern arretiert und schon habe ich hier werkzeuglos das Ganze montiert. Dann drehe ich die Maschine um und auf der anderen Seite sehe ich jetzt hier diese großen Räder, diese grünen Räder, die löse ich mal. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Parallelanschläge von 20 mm bis 70 mm auf die jeweilige Leiste, die ich bearbeiten möchte, einzustellen. In meinem Beispiel habe ich hier solche 30 auf 30 Buchenleisten, also Stacheten, und die möchte ich jetzt hier einstellen auf mein Anschlagsystem. Dazu habe ich mir im Vorfeld so ein kleines Stück abgeschnitten und das lege ich jetzt hier rein. Und klar kann man das jetzt anreißen, exakt die Mitte anreißen auf diesem Musterstück, aber ich habe jetzt hier den Vorteil, dass ich kleine Markierungen habe auf dieser Domino-Dübelfräse und kann sozusagen exakt hier die Mitte finden und das Ganze dann sehr komfortabel ausrichten und ja, festklemmen. Die Einstellung ist soweit getätigt mit dem kleinen, für die kleine Leiste. Und was ich jetzt natürlich auch noch einstellen muss, ist die Position des Dübels, also die Höhe. Und hier habe ich an der Seite eine kleine Skalierung dran und kann jetzt hier sehr exakt 15 mm einstellen. Wie schon gesagt, 30 mm ist die Leiste stark und die Hälfte 15 mm. Und so habe ich hier die richtige Höhe eingestellt. Was noch fehlt, ist die Tiefe. Und ich werde jetzt in meinem Beispiel einen 6x40er Domino-Dübel einsetzen. Das heißt, ich möchte auf beiden Seiten 20 mm ins Material einfräsen und hier auch wieder an der Seite die Möglichkeit, das Ganze sehr komfortabel mit dem Vorrast-Einstellsystem auf 20 mm zu arretieren. Das war's. Strom ist drauf. Legen wir los. So, die Leiste wäre gefräst. Natürlich würde ich jetzt alle Leisten, wenn das jetzt ein großes Geländer wäre, alle zuerst fertig fräsen. Und ich habe gesehen, dass ich hier gleich die Schräge auch gefräst habe. Und das ist ganz einfach. Ich kann hier mit dem Tisch die dementsprechende Schräge, den Winkel abnehmen bzw. gleich übertragen. In meinem Fall waren es 30 Grad. Einstellen, schon habe ich hier die Möglichkeit, auch solche schräge Leistenanschnitte zu bearbeiten. Jo. Gegenstück wäre jetzt der Handlauf selber. Und ihr seht, es ist schon mal ein ganz besonderes Profil. Ich habe also hier unten eine Fläche und ich habe mir hier schon mal die verschiedenen Positionen für meine Leiste angezeichnet. Der Vorteil an der Dübelfräse ist, dass ich hier den Abstand schon vordefiniert habe. Das heißt, von der Tischplatte bis zu meinem Fräser habe ich 10 mm. Und wenn ich jetzt an meinem Handlauf die Mitte anzeichne und 10 mm sozusagen aus der Mitte heraus wieder einen Anriss mache, habe ich nachher die exakte Position. Wie das genau funktioniert, zeige ich nachher beim Fräsen. Jetzt vorab müssen wir natürlich auch wiederum diese Leiste einstellen. Da habe ich mir so ein Stück mal runtergeschnitten, sodass man das an unserem Leistenanschlag gleich wie vorher wiederum einstellen können. Ich löse wieder die zwei grünen Räder
fahre auseinander, nehme jetzt dieses Musterstück hier rein, fahre das dagegen und kann es jetzt wieder sehr komfortabel anhand meiner Markierungen ausrichten. Auch hier haben wir eigentlich die Möglichkeit, vorab Musterstücke zu fräsen, und wenn wir sehen, das passt nicht ganz, kann man es auch noch nachstellen. Das Ganze muss jetzt natürlich hier auch führbar sein. Jetzt nehme ich einfach wiederum den Tisch nach hinten, arretiere das mit dem Hebel, die Tiefe ist schon eingestellt, und wie schon gesagt, ich kann jetzt an diese Kante hier anfahren. Mein Leisenanschlag bringt mich in die richtige Position, fahre jetzt praktisch nach vorne an meine Markierung, und jetzt weiß ich, von der Markierung nach hinten genau 10 mm erfolgt die Fräsung. Ich lege mal los. Auch hier würde ich natürlich jetzt alle meine dementsprechenden vorgezeichneten Positionen fräsen, und sobald ich die gefräst habe, die Dübel dann in der jeweiligen Dübelloch eingeleimt, kann ich es dann wiederum wunderbar miteinander verbinden, Leim angeben, zwingen, und schon habe ich hier eine solide, stabile Verbindung für meinen Handlauf mit den Stacheten. Nun, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Ich freue mich auf nächstes Mal. Euer Frank.